Hallo und herzlich willkommen zum Sing Tuesday. Es ist zwar noch nicht Tuesday, also es ist noch nicht Dienstag, aber in 11 Minuten ist es Dienstag. Also ich denke mal, so lang läuft mindestens die Aufnahme. So, wie ihr seht, habe ich jetzt das Gold schon zusammen für die nächste Solo-Instanz. Solo-Abenteuer. Ach, genau, Herausforderung könnt ihr auch noch machen. Das mache ich dann wahrscheinlich nächste Woche. Auf normal kaufen wir uns den geschmolzenen Kern. Ding. Dann schließen wir mal auf hier. So. Dann war gleich mal den ersten Gegner hier. Ist fast geschafft. Ich hab gar kein Deck erstellt. Ach nee. Noch schnell ein Deck erstellen. Welchen nehmen wir denn? Oh. Nehmen wir ein Paladin. Paladin-Deck, genau. Paladin wählen. Eigenes Deck erstellen. Silberdrache. Fehlt da noch ein Mildhaus-Mana-Sturm. Wo ist der? Hat er sich versteckt? Da ist er. So. Was ist das für einer? Ist hier ein Korto? Müsste eigentlich passen. Müssten alle gewesen sein. Jetzt sind nämlich noch hier meine ganzen Soldaten vom Paladin mit. Ich brauche auf jeden Fall eine Karte, damit ich einen komplett zerstören kann. Ach, warte mal, ich habe doch noch welche vergessen. Hier, die Falle habe ich noch vergessen. Weil da kommt ja auch noch ein Spieler raus. Das war's dann auch schon. Ja, das war's. So. Jetzt brauchen wir einen. Wenn einer stirbt, wird er mit einem wiederbelebt. Gut. Nehmen wir auch. Wir setzen den Angriff eines Dieners auf 1. Nein. Wenden das Leben wie der hier nur nicht als Falle, sondern als Zauber. Göttisch, verleiht 3 Angriffsschild, 6 Leben her, setzt das Leben Aladina auf 1. Zwei Karten kann ich noch.
ein Diener. Dieser erhält 1 plus 1. Ist auf jeden Fall stärker da. Diener. Ach komm, das passt schon so. Und Solo-Abenteuer. Normal. Griff schnell. Jetzt geht's los. Machen die Knarr. Ihr werdet hier auf Granit beißen. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. Was machen die? Wir sehen da. Und? Es ist Steinzeit. Ein Schaden zu. Okay, was macht der? Fähigkeit fügt allen Dienern einen Schaden zu. Macht er den? War ja klar. Das war's. Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Hey, die Sau greift mich an. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Die Sau. Wie kriege ich den kaputt? Also die dürfen nicht alle gleichzeitig kaputt gehen. Liadrin gegen Gar! Bei mir werdet ihr auf Granit beißen. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. Okay, passt. Mal durchlesen. Nochmal. Es ist dem feindlichen Helden für jeden Feuerbrecher, der in diesem Zug gestorben ist, ein Schaden zu. Ein
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, halt. So, dann nehmen wir gleich den hier. Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Würde ich ja gerne. What the fuck? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Seid ihr mein Meister? Das kann doch nicht wahr sein. Ich verliere schon wieder. Ups, Diamant. Nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Bin ich hier richtig für das Angelturnier? Lasst Rubine! Das war's. Und kaputt. Es kann doch nicht wahr sein. Warum nur? Warum nur ich? Letzte Chance, danach muss ich ein anderes Deck bauen. Liadrin! Gegen Gar! Bei mir werdet ihr auf Granit beißen. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. So. Es ist Steinzeit. Ah, halt. Magma! Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Runter! Runter und rüber. Hört ihr seinen Ruf? Och nö. Was soll das werden? Kann man nicht sagen. Seid ihr mein Meister? Nicht mit mir. Seht zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Ich bin ja auch noch kaputt hier. Wir tun nach Kassel. Zum Dienst.
Elemental 3, 4, 5. 30 tot. Ich brauche ein anderes Deck. Genau, ich weiß, was für ein Deck ich mir mache. Ich mache den Heiler-Deck. Den Priester. Eigenes Deck. So, schauen wir mal, was haben wir hier Schönes. Sind jetzt die normalen. Sind immer wieder alle Leute mit, die kämpfen können. Oh. Nee. Ja gut. So, Übernahme nimmt man mit. Ganz, ganz wichtig. Oh, jetzt noch zwei. Und zwei Stück fehlen dann noch. Bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen. Ziehe eine Karte. Perfekt. So, das besser wäre. Egal. Fertig. Passt schon. Hoffentlich. Und dann nächste. Und ich hoffe mal, jetzt schaffen wir das. Wenn nicht, dann probiere ich es nächste Woche mal aus. Bis dann wieder. Zack. Mein Einer hier war. Das Licht wird den Sieg bringen. Ne, hätte ich auch wegpacken können. Ist ja noch besser. Krieg ich alles zum Schweigen. Es ist Steinzeit. Doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Klar. Mach ich schon. Geht's hier lang? Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Ich denke mal nicht so.
ich bestimmt keine Probleme mehr damit. Hört ihr seinen Ruf? Hört gut hin! Haha. Oh. Hm. Hört ihr seinen Ruf? Mal den. Hört gut hin! Hört gut hin! Kopiert eine Karte auf. Ich schaue euch gerne bei der Arbeit zu. Die Regeln, die da herrschen, das ist ähnlich auch spüren, weil sonst machen die hier nur alles kaputt. Ich wandle in den Davon auch mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Ich träume, die Welt erschaffen. Okay. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Ich muss es probieren. Das ist machbar. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Ich glaube, ich habe so mal jede Runde etwas einnehmen dazu. Den setzen wir gleich wieder raus. Ach, und dann haben wir schon gewonnen. Begrüßt die Welt. Ja! Das war doch mal richtig schnell. Richtig schnell. Wie viel Runde war das? Baron Geddon steht uns im Weg. Kümmert euch um ihn. Na gut. Ich sag mal, den Rest machen wir jetzt nächste Woche fertig. Ach, nächste Woche bin ich ja gar nicht da. Bin ich ja in Holland. Also machen wir den Rest übernächste Woche fertig. Können wir, obwohl wir schon sehr schnell an hier. Was macht der für eine Fähigkeit? Vielleicht kriegen wir den auch ganz schnell tot. Ich weiß es nicht. Anduin gegen Baron Geddon.
Geddon! Geddon. Ihr werdet brennen! Ja. Das Licht wird den Sieg bringen. Seine Fähigkeit ist auf jeden Fall bei 0. 0 Magerstein, also wird er sie jedes Mal benutzen. Gut, dann packe ich ihm 5 Schaden zu, wenn er über Mana verfügt. Ich verfüge Mana, also 5 Schaden. Ah, okay. Seid ihr mein Meister? Seid gegrüßt. Ah, schreibt mich nicht so an! Hört ihr seinen Ruf? Ergebt euch eurer Angst. Nein. Die Bombe tickt, Sterblicher. Ich bringe Leben. Megtron habe ich schon gewonnen. Der Feuerfürst. Jetzt hätte ich den rausgespielt. Ups, Diamantkopf. Seid gegrüßt. Nicht geil. Schwein gefragt. Und. Kein Entkommen. Gut gespielt. Okay, nice. Schauen wir mal schnell, wie der nächste aussieht. Der geschmolzene Kern ist mein Reich. Ich werde euch zerquetschen, Insekt. Hoffen wir mal, dass der auch so schnell geht wie ihn gerade, der. Ansonsten, wenn ich jetzt einmal sterben sollte, dann mache ich die nächste Mal. Also, Ragnaros treuester Diener.
Lasst uns schauen, ob wir ihn dazu bringen können, für uns den Feuerfürsten zu beschwören. Niemand fordert die lebende Flamme heraus. Dann kann ich den übernehmen. Das Licht wird den Sieg bringen. Und ich jetzt so. So, da. Wo steht da? Vernichtet diesen Eindringling! Ui, diese Mühe. Das ist ja richtig. Seid ihr mein Meister? Für den Major Domus! Ist jemand verletzt? Geht's hier lang? Das war's. Mist. Oh. Hat das ihn angegriffen? Ganz easy. Och Mensch, warum ausgerechnet auf den? Eure Meinung ändern. Geht's hier lang? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht fällt es mir noch irgendwann mal ein. Major Domus. Geht's hier lang? Woher wusste ich das? Nur den Major Domus!
Ach, Mama, ein Traum endet. Euer Traum beginnt. Der wird. Ist ja doch noch nicht tot. Den nochmal raussetzen. Diamant kaputt. Den raussetzen. Alle Echos sind in. Noch einmal heilen. Schlaf. Kaputt. So. Jetzt hatte ich gerade nochmal einen Schreck gekriegt, weil der nämlich tot war. Nummer 8 Leben und 8 Rüstung hatte. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war aus Versehen ein bisschen länger. Sorry, tut mir leid. Aber ich denke mal, übernächste Woche wird es dafür wieder ein bisschen kürzer, weil dann werde ich probieren, die Herausforderung zu machen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.